Jetzt hat sich Kardinal Müller für uns in seinen Privaträumen Zeit genommen und spricht mit uns über Benedikt den 16. Kardinal Müller, vielen Dank dafür. Wie haben Sie von der Nachricht des Todes erfahren? Er war gerade in Polen und habe mich vorbereitet auf die Feier meines 75. Geburtstages am 31. Dezember. Und aber in der Früh, am Morgen, habe ich dann gleich natürlich schon im Bulletino geschaut und dann sofort gehört, dass er 1934 verstorben ist. Und insofern war dann der ganze Tag von diesem Thema betroffen. Mal einige hundert Anrufe erhalten und E-Mails und Stellungnahmen für viele Medien. Aber das Wichtigste ist natürlich dann auch an solchen Tag sich deutlich zu machen im Glauben, was eigentlich geschehen ist. Ich habe dann gesagt in einer Predigt dort in Polen, für mich ist der 75. irdische Geburtstag und für ihn ist der Geburtstag für den Himmel. Denn wir glauben ja ganz fest daran und ganz sicher daran, er hat auch viel darüber geschrieben, dass der Tod nicht das letzte Wort ist, sondern dass wir mit Christus sterben, aber auch mit Christus auferstehen werden zum ewigen Leben. Wie sind Sie damit umgegangen? Einerseits ist man traurig, aber das war ja zu erwarten, nachdem er eben so alt war, 95 Jahre, bald 96 Jahre alt ist. Und ich habe ihn auch kurz vorher noch in den Vatikanischen Gärten einmal getroffen. Da war er geistig noch voll präsent, aber eben körperlich. Der äußere Mensch schwindet dahin, aber der innere Mensch bleibt und wächst. Wann war das genau? Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Es war im November oder Anfang Dezember, wo ich dann so eine kleine Aufnahme hatte für eine Gebetsgruppe in Krakau. Und da kam er dann eben gerade an der Grotte, im Vatikanischen Lourdes-Grotte vorbei. Und da habe ich ihn eben dann gesehen, begrüßt. Und er hat uns gesegnet, auch die Pilger dort gesegnet über das Handy. Und das ist doch eine wunderbare, auch irdisch gesehen, wunderbare Erinnerung, ihn zum letzten Mal in dieser Weise gesehen zu haben. Aber wir warten ja darauf, dass wir uns dann wiedersehen im Himmel. Ich sehe schon an Ihrem Gesicht, dass Sie sich da dann auch drauf freuen. Wie lange haben Sie den Papst Benedikt gekannt und wie war so Ihr Verhältnis? Wie würden Sie das beschreiben? Naja, ich glaube, wenn ich so zurückschaue, dass ich ihn vor 50 Jahren, über 50 Jahren kennengelernt habe, auch persönlich. Vorher auch schon einiges dann natürlich gelesen von ihm als junger Student, die Einführung ins Christentum. Der war ja sehr bedeutsam für die damalige Zeit und diese damaligen Situation, auch bis heute, bis zum heutigen Tag. Ein wichtiges Buch. Aber dann später auch hat er mich ja auch dann berufen in die Internationale Theologenkommission, wo er als Präfekt der Glaubenskongregation der Vorsitzende war. Und natürlich auch später als Präfekt selber unmittelbar sein engster Mitarbeiter in den Fragen der Glaubenslehre, als er Papst war. Wie würden Sie die Bedeutung von Papst Benedikt beschreiben? Was bedeutet Papst Benedikt für die Weltkirche? Ja, wenn man sein ganzes Œuvre anschaut, sein theologisches Werk und auch seine Positionen, die er hatte als Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinalpräfekt, als Papst, ist natürlich die Wirkung ungeheuerlich für das intellektuelle und das geistliche Leben der Kirche. Man kann unumwunden sagen, dass er ein Kirchenlehrer war und ist und als solcher auch der Kirche geschenkt wurde. Man könnte sich auch fragen, ja, jetzt, wenn fast die 16 Bände der gesammelten Schriften fertig vorliegen, ich glaube, das sind über 25.000 Seiten, wie kann man da einen Zugang finden, einen Schlüssel sozusagen? Würde ich sagen, das ist einfach sein Jesusbuch mit den drei Bänden. Jesus ist ja eben nicht nur ein sachliches Thema der Theologie, sondern die entscheidende Person, der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Wenn wir einen Zugang haben zu seiner Person, dann haben wir einen Zugang zum Glauben und zum Verständnis
des Glaubens. Es war für ihn ja immer sehr wichtig, die Einheit von Glaube und Vernunft. Der Glaube ist nicht ein irrationales Verhältnis zur Wirklichkeit oder so eine infantile Kindheitserinnerung. War irgendwie so schön, wie wir damals in der Kirche waren oder an Weihnachten hat es nach Lebkuchen geduftet. Das ist nicht die Essenz des Christseins, sondern das Wesentliche des Christseins ist dieses umfassende Verhältnis zu dem dreifaltigen Gott, vermittelt in Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Das ist Christsein. Und wenn Christus der Logos ist, die Vernunft Gottes, das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist, sind wir die Religion des Logos und der Vernunft und nicht diejenigen, die die Vernunft brauchen oder missbrauchen, um der umfassenden Antwort im Glauben, im Gehorsam des Glaubens, sich zu verweigern oder meinen, mit ihrer endlichen, begrenzten Vernunft könnten sie die göttliche Vernunft außer Kraft setzen. Wird man den Papst Benedikt XVI. Insgesamt weltweit noch mehr schätzen lernen, Ihrer Meinung nach? Ja, bei den Menschen, die denken und auch ein geistliches Grundbewusstsein haben, wird er immer mehr geschätzt werden. Wird das so als ein ganz großer in die Kirchengeschichte eingehen und auch bleibend wirken durch seine Werke. Wie beurteilen Sie denn das geistliche Testament, das er ja schon sehr früh eigentlich geschrieben hat? Ja, es kommt ja oft vor bei geistlichen Personen, die ja Zeugen sind des Glaubens, Zeugen der Wahrheit sind, dass sie eben nicht nur ein Testament schreiben, in dem sozusagen die materiellen Hinterlassenschaften an irgendwelche Erben weitergegeben werden, so ein geistliches Testament, das heißt ja, das praktisch ein Lebenszeugnis, ein Glaubenszeugnis zusammenzufassen und als Erbe der Kirche zu übergeben. Und in seinem geistlichen Testament hat er doch dann die wichtigsten Beweggründe seines religiösen und geistigen, intellektuellen Lebens angesprochen, die Vernunft des Glaubens, dass der Glaube nicht durch die Naturwissenschaften, Geschichtswissenschaften und deren Ergebnisse, die auch immer wieder wandelbar sind, überholbar sind, grundsätzlich in Frage gestellt werden kann, dass immer eine höhere Synthese gibt zwischen Glaube und Vernunft, dem natürlichen Wissen der Menschen und dass der Glaube immer der Vernunft des Menschen, der bloßen Vernunft des Menschen, immer einen Schritt voraus ist. Was halten Sie von der Idee oder von dem Gedanken Erzbischof Genzweins, dass auch ein Santo Subito möglich sein könnte? Ja, das Santo Subito ergibt sich aus der Spontanität des Volkes heraus. In früheren Zeiten sind ja die Heiligen nicht durch einen kanonischen Prozess heilig gesprochen worden, sondern durch die geistlich geleitete Stimme des Volkes. Das ist ja bis zum heutigen Tag so. Erst dann, wo es eine Verehrung von Seiten des Volkes gibt, kann auch dann später darüber nachgedacht werden, an so einem kanonischen Prozess das dann auch offiziell amtlich werden zu lassen. Und man sieht ja jetzt auch in diesen Tagen, wie Hunderttausende aus aller Welt anreisen, die Mühen und Strapazen von Flug oder Autoreisen in Kauf nehmen, um ihm das letzte Geleit zu geben, um sich persönlich von ihm zu verabschieden, hier im Petersdom. Und das ist doch ein guter Ausdruck der Stimme des Volkes Gottes. Ganz herzlichen Dank. Das war Kardinal Müller aus Rom zum Heimgang von Papst Benedikt XVI. Wir sprechen jetzt mit Bischof Oster, der gerade bei Benedikt war, um sich zu verabschieden. Wie war's? Was soll ich denn sagen? Es war bewegend. Ich bin ja der Heimatbischof. Er ist in meinem Bistum geboren und Altötting gehört auch in mein Bistum. Das hat er immer als seine geistliche Heimat bezeichnet. Ich war noch im November bei ihm nach dem Ad Limina-Besuch und wir haben noch sprechen können und er hat noch auch seinen Humor gehabt, seinen bayerischen. Und ja, ich bin sehr traurig, dass er gegangen ist. Aber ich bin auch froh, dass er nach Hause gehen durfte. Und
und glaube, wir haben jetzt einen guten Fürsprecher für unser Bistum, für seine Heimat. Wunderbar, vielen Dank. Was hat er Ihnen denn persönlich bedeutet? Ja, also ich liebe den Theologen Josef Ratzinger, der auch eine fundierte Philosophie hat. Ich komme selber auch stärker aus der Philosophie und fühle mich seinem philosophischen Zugang auch nahe. Er ist ein Personalist, wenn man das so sagen darf. Und das heißt, und dann ist er natürlich so ein, wie soll ich sagen, so ein Mensch, der in geistiger Hinsicht die Dinge so zusammensehen kann und so erklären kann und so gleichzeitig einfach und tief und dann auch noch schön sprechen kann. Das heißt, ich konnte wirklich viel von ihm lernen. Also seine großen Themen, Glaube und Vernunft, die Frage, wie lesen wir heute die Heilige Schrift, was bedeutet die Liturgie, das sind ja alles Themenfelder, die er in einer großen Tiefe bearbeitet hat und unserer Zeit wirklich viel gegeben hat, für die Kirche auch. Was werden Sie vermissen? Die Begegnungen mit ihm, die immer sehr schön war. Ich konnte ja ihn öfter auch besuchen. Aber natürlich die klare Stimme aus der Kirche, die Zeit gedeutet hat. Ja, also das ist sicher eine... Uns geht jemand verloren, der ein großer Zeitgenosse war, im besten Sinn des Wortes, groß in seiner intellektuellen Fähigkeit, tief in seiner Frömmigkeit, in seiner Christusbezogenheit. Und die Art und Weise, wie er das sagen konnte, das hat vielen geholfen, vielen aus der Seele gesprochen und vielen, vielen Orientierung gegeben, mir auch. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Das war Bischof Oster zum Heimgang von Papst Benedikt dem 16. hier in Rom. Auch Bischof Vorderholzer hat sich gerade von Papst Benedikt verabschiedet. Wie ist es Ihnen ergangen? Ja, bei aller Trauer herrscht doch die große Dankbarkeit vor, weil ich ihm persönlich sehr, sehr viel verdanke für meinen Lebensweg, aber auch für die Glaubensreflexion, die er eigentlich vom Beginn des Theologiestudiums an über seine Schriften begleitet hat. Und dann durfte ich ja immer näher sozusagen auch mit seinem Werk verbunden werden. Aber auch ganz persönlich, ich habe ihn noch vor 6 Wochen, 8 Wochen im Rahmen des Adlimina-Besuches besucht. Und im September war ich auch bei ihm. Ich habe praktisch jedes Jahr 2-3 Mal die Gelegenheit gehabt, mit ihm auch beisammen zu sein, zu beraten, zu überlegen, zu schauen, was sind die Herausforderungen der Situation der Kirche auch in Deutschland. Er hat ja sehr, sehr Anteil genommen, auch mit Sorge natürlich. Ja, und das ist jetzt erst einmal in dieser Welt vorbei. Nicht? Und werden Sie ihn als Fürsprecher anrufen, gerade für die deutsche Kirche? Also es wird ein Dialog auf jeden Fall fortgesetzt werden. Persönlich darf man auf jeden Fall seine Fürbitte anrufen. Ansonsten ist der Bischof jetzt nicht dazu da, Selig- und Heiligsprechungen voranzutreiben, sondern zu prüfen. Und da gibt es ja gute Erfahrungen in der Kirche. Was für eine Bedeutung hat Ihrer Meinung nach Papst Benedikt für die Weltkirche? Er war einer der größten Intellektuellen dieses Jahrhunderts. Das Zurückliegen kann man ohne Abstriche sagen. Der vor allem den auch geistlichen und intellektuellen Anspruch des Glaubens gegenüber allen Religionen und auch Philosophien zur Geltung bringen konnte. Also mit seiner Philosophie und Theologie kann man aufrechten Hauptes in jede Diskussion gehen. Das ist ja auch eine der ganz großen Nöte, nicht? Dass der Glaube so ins Private abgedrängt wird, dass der Glaube Privatsache sei, sich nicht vermitteln könne in die geistigen Diskurse unserer Zeit. Das hat Benedikt vorgemacht und auch mit ungeheurer Kraft praktiziert.
Das hat man in Frankreich, das hat man in Italien, das hat man in anderen romanischen Ländern viel intensiver erkannt als vielleicht in seiner Heimat in Deutschland. Dann natürlich innertheologisch seine Ekklesiologie, seine Christologie, sein Ringen mit den Grundfragen, hermeneutischen Grundfragen, wie kommen wir eigentlich zur richtigen Erkenntnis Jesu Christi, der ja nun das Fundament auch der Kirche ist, jenseits von allen möglichen schon verzerrten Hinwegen. Ja? Also dem Jesusbuch liegen ja ungeheure hermeneutische Auseinandersetzungen zugrunde, hat er ja auch in seinem Testament auch noch einmal so angedeutet. Das ist bleibend gültig. Und seine Predigten wird man noch in 100 Jahren und noch weit darüber hinaus lesen, als Modell sozusagen auch hernehmen können. Er wird neben Gregor dem Großen und Leo dem Großen, die ja die großen Prediger der Kirchengeschichte sind, als einer der ganz großen Prediger auf dem Stuhl Petri in die Geschichte eingehen. Was werden Sie persönlich vermissen? Einen absolut liebenswerten und gütigen Ratgeber. Ganz herzlichen Dank. Das war eine Einschätzung von und ein persönliches Statement von Bischof Vorderholzer. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt den großen Publizisten George Weigel aus den Vereinigten Staaten von Amerika hier auf der Terrasse des Paulo Sesto kurz sprechen können zum Heimgang von Papst Benedikt. Wann haben Sie davon erfahren, dass Papst Benedikt gestorben ist? Am frühen Samstagmorgen erhielt ich einen Anruf von einigen Kollegen. Ich wusste, dass er sehr krank gewesen war. Und es ist keine Überraschung, wenn jemand mit 95 Jahren stirbt. Wir kannten uns seit 35 Jahren. Es gibt also ein persönliches Gefühl des Verlustes. Aber in erster Linie spüre ich ein großes Gefühl der Dankbarkeit. Und ich glaube, das ist die Atmosphäre hier in Rom. Er war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, einer der größten Denker der christlichen Geschichte, aber auch ein sehr heiliger Mann. Und diese Kombination ist für das Leben der Kirche sehr wichtig. Sind Sie dann direkt losgeflogen oder wie hat sich das dann für Sie gestaltet? Ich bin am Neujahrssonntag hierher geflogen, weil ich hier sein wollte, um ihm die letzte Ehre zu erweisen, was ich gestern in der Basilika auch tun konnte. Aber ich helfe auch meinen Kollegen vom amerikanischen Fernsehsender NBC bei der Berichterstattung über die Beerdigungsmesse und schreibe auch etwas darüber. Wie war das für Sie, Papst Benedikt, jetzt aufgebahrt zu sehen im Petersdom? Ein Gefühl von Verlust. Das Gespräch ist jetzt zu Ende, zumindest für den Moment. Wir wissen nicht, wie Gespräche im Himmel ablaufen. Aber es bleibt ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit. Er war mir eine große Hilfe, als ich die beiden Bände meiner Biografie von Johannes Paul II. Vorbereitete. Wir hatten im Herbst 2019 ein bemerkenswert intensives Gespräch über den Zustand der Kirche, insbesondere in den USA, aber auch in Deutschland. Ich werde diese Verbindung vermissen. Diese Verbindung, er war einer der klarsten Menschen, die ich je gekannt habe. Wenn man ihm eine Frage stellte, hielt er inne, überlegte und antwortete dann in ganzen Absätzen. Nicht in Sätzen, sondern in Absätzen. Zuerst dachte ich, dass ich mir das nur einbilde. Aber als ich Ende der 1990er Jahre die Tonbänder unserer Gespräche transkribierte, wurden sie als ganze Absätze wiedergegeben. Das ist also eine ganz außergewöhnliche Fähigkeit. Wie wird denn der Heimgang von Papst Benedikt oder auch Papst Benedikt als Theologe in den Vereinigten Staaten rezeptiert, aufgenommen? Das ist die Rezeption des Todes und des Papstes Benedikt als Theologe in den Vereinigten Staaten. Diejenigen, die die Disziplin der Theologie ernst nehmen, die verstehen, dass Theologie eine sich entwickelnde Disziplin ist. Es geht nicht darum, die Kirche in jedem kulturellen Moment neu zu erfinden. Ich denke, sie erkennen, dass dies das Ende einer Periode in der Kirchengeschichte, in der Geschichte der Theologie war. Man geht zurück ins späte 18., frühe 19. Jahrhundert
und es gibt einen Strom theologischer Reflexion in der Kirche. Karl Adam, Romano Guardini, der sich im 20. Jahrhundert fortsetzt mit Josef Ratzinger bis ins 21. Jahrhundert. Es gibt viele gute Theologen in der englischsprachigen Welt, die sich an Josef Ratzinger orientieren. Ich kann sogar sagen, dass das Denken von Papst Benedikt von mehr Menschen in den Vereinigten Staaten ernst genommen wird als in seinem Heimatland Deutschland. From Joseph Ratzinger, Matthew Levering in the United States, Tracy Rowland in Australia, others in Britain and elsewhere. In fact, I may say that the thought of Pope Benedict, of Joseph Ratzinger, is taken more seriously by more people in the United States than in his native Germany. Das ist, fürchte ich, leider so. Was glauben Sie, wird sich jetzt etwas verändern, weil wir eben keinen emeritierten Papst mehr haben, sondern nur noch einen lebenden Papst? Das glaube ich nicht. Papst Franziskus ist ein ganz eigener Mensch. Die Wahrheit ist, dass er ein bisschen ein Autokrat ist. Ich meine, er leitet die katholische Kirche wie ein Jesuitenoberer das Gymnasium einer Jesuitenschule. Und ich glaube nicht, dass er sich durch die Anwesenheit des emeritierten Papstes Benedikt zurückgehalten gefühlt hat, wenn Sie so wollen. Ich meine, es gibt immer nur einen Papst und ich denke, der Titel Papst Emeritus ist nicht gut gewählt. Emeritierter Bischof von Rom wäre wahrscheinlich besser gewesen. Also nein, ich erwarte, dass Papst Franziskus den Weg, den er eingeschlagen hat, bis zu seinem Ausscheiden aus dem Papstamt weitergeht. Leaves the papacy. Möchten Sie uns noch einige Sätze mitgeben zu Papst Benedikt als Mensch? I think it's important to recognize. Ich denke, es ist wichtig zu erkennen, dass dies ein durch und durch Christus-zentrierter Mann war. Innerhalb einer Stunde, nachdem ich von seinem Tod erfahren hatte, war ich in meiner Pfarrkirche in einem Vorort von Washington zur Werktagsmesse. Und es erschien mir äußerst passend, dass die Kirche am 31. Dezember den Prolog des Johannesevangeliums an diesem Tag als Evangelium liest. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Josef Ratzinger hat sein ganzes Erwachsenenleben damit verbracht, diese drei Sätze zu erläutern. Es war also eine schöne Gegenüberstellung. Great, thank you. Thank you very much. Vielen Dank. Wir sprechen auch mit der Buchautorin Gabriele Kubi, die zum Heimgang Papst Benedikt XVI. Hier auf der Terrasse des Paolo Sesto uns Rede und Antwort steht. Wie froh sind Sie, dass Sie hier sind? Ich wusste immer, dass ich zur Beerdigung von Papst Benedikt hierher komme, ebenso wie ich bei Johannes Paul hier war. Ich habe alles umgestürzt. Ich hätte in Norwegen sein sollen. Ich habe es alles gecancelt. Ich wollte hier sein und empfinde es als ganz große Gnade und ganz wichtig und bin froh und glücklich, dass ich da bin. Ich war jetzt heute früh eine ganze Stunde ganz in seiner Nähe während der Heiligen Messe. Also es hätte nicht schöner sein können. Und ich habe ganz großen Grund, ihm zu danken. Für das große Licht, was er uns geschenkt hat, was er uns hinterlässt, was wir in dieser zerfallenden Kirche haben, darauf können wir zugreifen, da können wir Orientierung finden. Was hat Ihnen denn Papst Benedikt persönlich bedeutet? Er hat von Anfang an die Hand über mich gehalten, ganz von Anfang an nach meiner Bekehrung. Ab 2000 habe ich immer wieder Zuspruch von ihm bekommen für meine Arbeit und hier auf dem Petersplatz, da war er dann Papst, 2012 habe ich ihm mein Buch gegeben, Die globale sexuelle Revolution, Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit. Das war da gerade erschienen. Bei der Generalaudienz durfte ich es ihm überreichen und in dieser halben Minute, die man da vor ihm steht, sagt er, Gott sei Dank, reden und schreiben Sie. Und das ist natürlich was, was in einem bleibt. Und wo man auch die ganzen Angriffe aushalten kann, wenn man diesen Zuspruch bekommt. Welche Verpflichtung nehmen Sie denn jetzt nach seinem Tod aus diesem Satz mit? Weiterhin in Treue zur Wahrheit. Sein Wahlspruch ist Cooperator Veritatis, möchte ich auch sein. Und das möchte ich bis zu meinem Tod bleiben. Glauben Sie, dass sich jetzt was ändern wird nach seinem Tod, auch in der deutschen Rezeption? Es gibt immer noch Leute, die seine Größe nicht erkennen, von denen ich überzeugt bin, dass sie sich mal unendlich schämen werden. Wir hätten uns aufrichten können an diesem Papst als Deutsche. Ich habe das Gefühl, es könnte sich was ändern. Was glauben Sie denn oder wie würden Sie ihn denn positiv beschreiben von Ihrer Sicht aus? Er ist der,
der die Wahrheit über Jesus Christus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, in die Welt von Anfang bis Ende mit allem, was er war, in die Welt gebracht hat. Was wird denn bleiben, Ihrer Meinung nach, von Papst Benedikt? Das Licht von Jesus Christus, was er weitergegeben hat. Ja, was er für uns fassbar gemacht hat in unsere Zeit hinein. Er war ja ein ganz moderner Denker, der sich mit der Zeit auseinandergesetzt hat, mit all ihren Dimensionen. Und dieses Licht, von dem können wir schöpfen, wir haben es alles verfügbar. Und was werden Sie persönlich vermissen, jetzt, wo er nicht mehr unter uns ist? Die Hand, die über mir war im irdischen Leben. Aber ich bin ganz sicher, dass diese Hand weiter über mir bleiben wird. Und darum werde ich ihn auch bitten. Und bin ziemlich sicher, dass er das hören wird. Wenn ich mir vorstelle, dass er jetzt die ganzen Leute trifft, für die er seine Stimme erhoben hat. Jesus, Maria, Gott Vater und die ganzen Heiligen und die Mutter Gottes, die ihm wahrscheinlich danken werden, weil er für sie gut gesprochen hat. Und er war eine Stimme, die gut über Gott gesprochen hat. Und das brauchen wir einfach dringend in einer Zeit, die Gott nicht mehr kennt. Ganz herzlichen Dank. Das war Gabriele Kubi zum Heimgang von Benedikt dem 16. Jetzt sprechen wir mit Bernhard Meuser, Mitbegründer von der Bewegung Neuer Anfang. Sie sind zufällig hier in Rom, genau zu dieser Zeit. Wie bewegend war das jetzt für Sie, dass genau in dieser Zeit der Heimgang von Benedikt dem 16. begangen wird, sozusagen? Naja, wir sind halt nicht zufällig hier in Rom, sondern wir haben von langer Hand schon eine Wallfahrt geplant. Das ist die zweite Wallfahrt zu den Apostelgräbern, weil wir gedacht haben, nicht nur die Bischöfe müssen ad limina fahren, sondern auch die einfachen Gläubigen. Wir haben das natürlich als ein großes Geschenk erfahren, dass wir jetzt bei den Exequien dabei sind. Und die vielen, die mit uns gereist sind hierher, empfinden eine große Dankbarkeit gegenüber den Pontifikaten von Johannes Paul und Benedikt, die man ja in einer gewissen Einheit sehen muss. Und wir empfinden, dass eine große Kraft der Orthodoxie eben aus diesen Pontifikaten kommt und dass man in Deutschland vollkommen missverstanden hat, was eigentlich der Dinge, die Entwicklung von Gott her sein soll in der Kirche. Was hat Ihnen persönlich denn Papst Benedikt der 16. bedeutet? Ja, Papst Benedikt, ich habe viele verschiedene Kontakte mit ihm gehabt, schon in der Zeit, als er Chef der Glaubenskongregation war und ich mit ihm wegen Büchern im Gespräch war. Später dann über den Jukat. Das ist eine sehr intensive Geschichte, weil wir seinerzeit angeregt von Kardinal Schönborn ein Projekt begonnen haben, das in der Tradition des großen Katechismus steht. Und das eigentlich überhaupt keine Chancen hatte auf Realisierung. Und dann ist das Projekt, nachdem wir einfach gesagt haben, wir setzen uns jetzt mal mit jungen Leuten zusammen und versuchen mal den Glauben auf eine neue und junge Art zu sagen. Und dann ist das direkt auf den Schreibtisch von Papst Benedikt gekommen. Und wir haben ihn als großen Freund und Förderer erlebt. Er hat etwas gemacht, was kirchenrechtlich eigentlich fast so nicht möglich war. Wir hätten über die deutschen Instanzen gehen müssen. So ist es direkt auf dem Schreibtisch gelandet. Es ist nach Madrid gekommen, auf den Weltjugendtag, dort millionenfach verteilt worden. Von dort begann eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die immer wieder unterstützt wurde, auch von der Sympathie von Papst Benedikt. Und wie würden Sie denn Papst Benedikts Verhältnis zur Jugend beschreiben, wenn er sich da so eingesetzt hat? Ja, also ich kann nur erinnern, lesen Sie das Vorwort, das bewegende Vorwort von Papst Benedikt im Jukat, das er da geschrieben hat. Und er sagt: Bitte, liebe Leute, das Böse ist in das Herz der Kirche eingedrungen, aber lasst euch um Gottes Willen nicht abbringen. Ihr habt eine prophetische Aufgabe. Ihr seid die Generation, die den Glauben neu entdecken muss, die wissen muss, was der Glaube ist und die den Glauben weitergeben muss. Also er hatte eine unglaubliche Hoffnung auf die Kraft der jungen Leute, die sich zu Jesus bekehrt haben. Und da war er fast evangelikal. Ganz herzlichen Dank. Das war Bernhard Meuser vom Neuen Anfang zum Heimgang von Papst Benedikt dem 16. Wir sprechen jetzt mit Verena, die gestern Abend extra angereist ist, um sich von Benedikt zu verabschieden. Wie war die Anreise? Ja, es war anstrengend, es ist weit, wir sind im Auto angereist, aber ja. Warum nehmen Sie das denn auf sich? Also zum einen habe ich das vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr bei welcher Gelegenheit, fest versprochen einfach,
dass, wenn er stirbt, dass ich dann auf jeden Fall nach Rom gehen werde. Und es ist einfach ein Bedürfnis, nochmal Danke zu sagen und ja, auch einfach vom Christlichen her, ja, den letzten Weg einfach, die letzte Ehre ihm zu erweisen. Was hat Ihnen persönlich denn Benedikt der 16. bedeutet? Er war einfach ein Vater, also mehr als ein heiliger Vater. Er war durch seine Schriften und alles so geistlicher Vater. Er war durch, vor allem in den letzten 10 Jahren, durch sein zurückgezogenes Leben auch ein ganz großes Vorbild im Gebet und im monastischen Leben und ja, einfach eine ganz große Persönlichkeit, ein Kirchenlehrer, der wirklich mein ganzes Glaubensleben prägt und geprägt hat. Auch Eva Benedikta Scherpa, früher Deutschland pro Papa, ist eigens angereist, um sich von Papst Benedikt zu verabschieden. Was hat er Ihnen bedeutet? Er ist mein geistlicher Vater. Ich habe durch ihn zu Jesus gefunden. Ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen, atheistische Erziehung gehabt. Und nach dem Tod von Johannes Paul II., der mich auch schon mit inspiriert hat, wie er eben gelebt hat und das Leiden zum Schluss, als ich mir 2 grundlegende Fragen gestellt habe. Warum tut der Mann sich das an? Woher nimmt er die Kraft? Das konnte nur im Glauben liegen. Und damit habe ich angefangen, Bücher in der Richtung zu lesen und stieß auf die Bücher von Josef Ratzinger. Und das hat mich so inspiriert und somit ist er mein geistlicher Vater und ich habe mich dann auf den Glaubensweg gemacht und bin dann in der Osternacht 2008 getauft worden. Wie war jetzt der Besuch nochmal, der Abschied bei Benedikt dem 16.? Es war mir ein großes Bedürfnis, nochmal hierher zu kommen und es war schon ein sehr bewegender Moment, ihn da nochmal zu sehen und Adieu zu sagen, Arrivederci, Papa Benedetto. Und gerade angekommen in Rom ist auch Priska Lohmann, die, man kann sagen, die große Gnade hatte, auch Papst Benedikt mehrfach persönlich zu treffen. Priska, du bist extra gekommen, um dich hier jetzt auch von Papst Benedikt zu verabschieden. Wie hast du seinen Tod aufgenommen? Für mich war der Tod natürlich ein Schock, das kann ich gar nicht anders sagen. Ich hatte die große Gnade, dass ich ihm 5-mal persönlich begegnen durfte und er mich mein ganzes Leben begleitet hat und mich als seine kleine Freundin bezeichnet hat. Und man hat natürlich damit gerechnet, dass er jetzt in den nächsten Monaten stirbt, aber natürlich geht ein großer Heiliger hier von der Erde, der uns jetzt aber vom Himmel aus sicher gut beschützen wird. Was war dann so deine erste Reaktion, als du gehört hast, er hat es geschafft, er ist heimgegangen zum Vater? Meine erste Reaktion war, ich muss Flüge buchen und direkt nach Rom fahren, um mich von ihm zu verabschieden, um persönlich nochmal Danke zu sagen, was er hier alles für uns und auch gerade für die Jugend getan hat. Gerade mit der Versöhnung der Liturgie, dem neuen und dem alten Ritus, der uns junge Menschen, der alte Ritus sehr geprägt hat. Und das ist natürlich eine große Gnade, dass er das für uns getan hat. Wie waren deine persönlichen Begegnungen mit ihm? Wir haben ja das Glück, dass wir auch ein Foto davon zeigen dürfen. Wie war es für dich als jungen Menschen, diesem Papst zu begegnen? Es war immer sehr herzlich und er war immer sehr gütig. Und was mich besonders fasziniert hat, dass er sich so sehr für mich interessiert hat. Er wusste, auf welche Schule ich gegangen bin. Er wusste, wann ich Abitur gemacht habe. Er wusste, was ich studiere und hat immer nachgefragt. Und dass der Papst sich sowas merkt, das ist natürlich nicht selbstverständlich. Und es war immer sehr herzlich und es war quasi wie nach Hause kommen. Es war sehr familiär. Und wie war die letzte Begegnung, die du mit Papst Benedikt hattest? Wusstest du, dass es jetzt die letzte Begegnung wahrscheinlich war? Ja, ich wusste es oder ich habe es geahnt, dass es die letzte Begegnung sein wird. Und diese Begegnung war natürlich noch viel intensiver, weil man weiß, man kniet gerade vor einem Heiligen, der irgendwann heilig gesprochen wird und der hier auf Erden schon ein Kirchenlehrer für uns alle war. Und das war sehr emotional. Wunderbar. Hier sind wir mit der jungen Priska Lohmann in Rom, die mit einer der Ersten ist, die sowas wie Santo Subito sagt.